Und damit sage ich wieder Hallöchen und herzlich willkommen zu The Witcher 3. Freunde, weiter geht's. Blutige Handabdrücke, kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Genau, und da werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Ach, hier, ne? Sehr, sehr nice. Kann ich hier interagieren? Nee, ne? Oh, was ist mit dem Seil? Blutspuren, fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Steig in den Brunnen hinunter und such mit Hilfe deiner Hexersinne nach etwas, das der toten Frau gehörte. Alter, dieser Geralt, ne, der ist ja hier, ne? Der ist ja besser als Edgar Wallace und Sherlock Holmes gemeinsam. Was war das da hinten? Ich glaube, das. Ach, das war mein Pferd, Alter. Plötze. Breites Becken, schmaler Kiefer. Ach, das hatten wir schon. Sorry, okay, dann müssen wir runter. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Na, dann mal runter hier. Kann ich hier interagieren? Oh, Jesus. Ich sehe ja gar nichts. Falscher Knopf wieder, tut mir leid. Und da ist was. Da ist was da unten. Kann ich da tauchen? Ja, kann ich. Tauchen, halte gedrückt, um nach unten zu tauchen. Und Kreis, um aufzutauchen. Ah, okay, kann ich alles nehmen. Ich tauche mal lieber wieder auf. Na? Okay, wie tauche ich auf? Ach so, da muss ich gar nichts. Okay. Hier mal alles abchecken. Schon wieder falsche Knopf, tut mir leid. Ist da noch was? Doch, hier ist noch was. Ja, aber das sind noch Pilze, ne? Ne, Kartoffel schießt mich tot. Nehmen aber mal alles mit. Das ist darüber. Ich kann nur Leiter nicht sehen. Oh, da ist noch was. Aber das sind auch nur Blätter. Beziehungsweise Knollen. Pilze, oder? Nee, Kartoffelbubis. Okay,
Okay, also für den Brunnen, ne, ist hier ziemlich alles verwinkelt. Oh, ich muss vielleicht hier rauf. Okay, ich muss noch mal. Hier meine Hexensinne einschalten. Nur leider finde ich hier nichts. Hä? Okay, vielleicht muss ich noch mal nach unten tauchen. Ne, hier ist es zu flach. Hier was, ich sehe leider gar nichts. Ich kann hier leider nichts ausfindig machen. Doch hier unten. Ich blinder Hund. Verzierendes Armband. Verziertes Armband, ist es das Armband, wo wir brauchen? Jo, finde einen Weg aus der Höhle. Erstmal steigen wir aus. Freunde, wo geht's lang? Komm schon, Junge, kletter hoch. Komm, kletter hoch. Kletter hoch. Kann ich hier hoch? Nein, wieso kann ich da nicht hoch? Diese Quest, ne? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber die ist ziemlich, ziemlich cool. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Sehr schön. Finde den Weg aus der Höhle. Jo, hört jetzt vielleicht hier noch entlang. Vielleicht unten drunter, ne? Was haben wir hier? Wieso leuchtet das so? Wieso leuchtet das hier alles so? Okay, okay, ist hier der Ausgang. Ich glaube, hier draußen ist der Ausgang, oder? Nein, komm, schwimmen wir weiter. Wir haben noch ein bisschen Sauerstoff. Ja, jetzt wird es aber knapp, ne? Nein! Fuck, 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 fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Mann, Sauerstoff kaputt. Jetzt halt hoch mit dir, komm schon. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Puh. Muss Geisteröl herstellen, Tränke trinken. Bereite dich auf den Kampf gegen die Mittagserscheinung vor. Okay, wie kann ich was trinken? Vitalitätsregeneration, sehr schön. Okay, mit Steuerkreuz nach oben kommen wir neben noch was. Und wo ist mein Pferd oder was haben wir hier? Hase und Rehe. Sehr schön, nur wo ist mein Pferd, ne? Könnte ich doch theoretisch auch auf Jagd gehen, ne? Eigentlich. Komm, nehmen wir noch das da drüben mit. Ui. Na, komm, nimm. So.
Ah, da ist Plötze wieder. Oder Plötze. Okay, okay. Es ist 3.33 Uhr. Es wird wieder langsam hell. Okay. Fache ein Feuer, um die Knochen und das Armband des Mittagsscheinungs zu zerstören. Sehr schön. Wo ist die Frau? Hier haben wir sie. Und das Armband. Igni. Das ist mal eine Zunge, leck mich fett. Ich glaube, es hat geklappt. Ui. Wow, die geht aber ran hier. Freunde der Sonne, fuck. Komm schon, Mädel. Nein. Geblendet, shit. Komm schon. Okay, wie muss ich hier? Shit, ich muss hier noch. Ich bin geblendet, alter Schild. Kann ich ausweichen, aber ich drücke immer den falschen Knopf. Ne? Oh, das wird ein harter Gegner, ne? Nein, tot. Okay, ich muss da was anderes. Letzten Spielstand laden, freilich. Ich bin leider tot. Jetzt muss ich nochmal gucken, gegen was sie quasi allergisch ist. Mit was ich sie am besten bekämpfen kann. Ah, lief jetzt nicht so gut. Aber okay. Ladebildschirm. Okay, wir gucken nochmal hier hin. Komm, wir nehmen jetzt schnell das Brot. Und dann, was war das? Glossa, ne? Genau. Geistermittagserscheinung. Wirksam gegen Mondstaub. Geisteröl und Hirtenzeichen. Ja, okay. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich hier was machen? Da fehlt ja alles, Alter. Sieht aber hier nicht raus. Inventar. Haben wir hier was? Sieht aber auch nicht so aus. Ne? Mondscherben. Wir brauchen sowas Ähnliches, ne? Jetzt muss ich noch mal selber gucken. So, Bestarium, hier haben wir es. Mondstaub. Als Bombe. Okay, und Geisteröl. Gut, ne? Dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. Mondstaub. Ich kann hier leider nichts benutzen, ne? Hier Bomben. Leider nichts. Tränke, Katzen. Schwalbe, weiße Honig, Öle. Hier Geisteröl. Ah, verdammt. Jetzt
Jetzt müssen wir nochmal Bärenfett, ne? Zutaten fehlen, ja, da brauchen wir noch Arrhenia, Alchemie-Zutat. Aber bei den Bomben, ne? Hatten wir nur die zwei, irgendwie. Ganz, ganz komisch. Okay, egal, wir rüsten uns nochmal aus. Und werden... Jirden, magische Falle. Wählen wir aus. Gut, hoffen wir, dass es klappt, ne? Verbrennen wir sie also. Und das Armband. Igni. Ich glaube mit Dreieck, ne? Kann ich meine Hexefähigkeiten. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Was war das jetzt? Nein, jetzt sind es mehrere, Alter. Komm schon, du alte Schachtel. Nein. Komm hier rein, Baby. Alter. Nein. Alter, shit. Bald hab ich sie. Nein. Shit, schon wieder tot. Aber ich hab sie fast gehabt, Freunde. Ich hab sie fast gehabt. Gibt's doch nicht. Ah, das ist bitter. Das ist bitter. Aber die schaffen wir in der Folge noch locker. Wir haben erst 18 Minuten. Ach ja, ich müsste mehr so Kraut sammeln, ne, dass ich mich wirklich hier weiter modifizieren kann. Mit Geralt. Hm. Okay, darum können wir jetzt nur unsere Xeden, oder wie das heißt, nehmen. Halt, falsches Ding. Nee, Irden. Oder warte mal, wir können ja auch meditieren, ne? Komm, wir meditieren bis 5. Okay, es wurde alles aufgefüllt, sehr schön. Jo, jetzt läuft's. Jetzt muss es doch laufen gleich. Okay, wir verbrennen den Körper. Was war das jetzt? Und das Armband. Igni. Hm, ganz andere Szene jetzt, oder? Ein bisschen. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Nee, doch nicht. Was jetzt, du Stück Dreck?
Jo, das klappt ganz gut hier gerade. Okay, komm schon. Nein, ich hab sie doch. Jetzt hab ich sie. Yes! Sie ist fort. Für immer. Puh, Gänsehaut. Schon ein bisschen eigentlich. Was haben wir hier? Durchdrungener Staub. Geistessenz. Helle Essenz. Wow, nehmen wir natürlich alles auf. Kehre zu Odalan zurück, um deine Belohnung zu holen. Sehr schön. Wo ist mein treues Pferd? Oh, Plötze. Ich liebe Plötze. Ein treuer Weggefährte. Aber da gibt's hier noch was. Oh, ich steck mal mein Schwert ein. Oh, ich steck mal mein Schwert ein, wollte ich sagen. So, und hol mir noch dieses Grau da drüben. Ein Hase. Ach, hier ist es. Kann ich das nehmen? Komm, nimm schon. Nein, will er nicht. Von der Seite vielleicht. Jetzt. So plötzlich reiten wir zurück. Ja, war halt eigentlich eine ziemlich coole Quest, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Mach langsam. Cool. So kann ich springen. Sehr schön. Oh, richtig schön cool. Kann ich eigentlich alles aufsammeln, ne? Kehre zu Odalan zurück. Wir nehmen aber das noch hier alles erstmal mit. Was ist das hier? Hier, dieses Kraut, Schöllkraut. Tut mir leid, aber ich sammle gerne, ne? Denn es werden noch zigtausende kommen. Zigtausende, oder das heißt tausende, ja, bestimmt vielleicht. Hunderte von Gegnern. Und da werde ich jedes einzelne Kraut brauchen. Wer weiß, für was es gut ist. Und da gibt es eine Masse hier, ne? Ach komm, lassen wir das jetzt. Komm, nehmen wir das noch mit. Oder komm, nehmen wir da alles mit jetzt, was soll's. Das nehmen wir noch mit, so. Hier haben wir noch Kraut, sehr schön. Und hier haben wir noch Kraut. Was denn, Junge? Ich hab dir nichts getan, Alter. Und hier muss vielleicht bestimmt noch was Gutes sein. Oder? Krähenauge, das ist bestimmt wertvoll, ne, wenn es schon hier so versteckt ist. Und hier haben wir noch was, und zwar nochmal Krähenauge. Ja, ist bestimmt wertvoll. So, wir gehen aber zurück zu unserem Pferd. Nein, hier haben wir noch was. Bärbärenfrucht, okay. So, jetzt gehen wir aber zurück zu Plötze. Aber plötzlich. Und da reiten wir jetzt ein wenig schneller. Oh cool, so folgt er dem Weg. Ach, hier ist der Kerl, ne? Ne, wartet mal, wir müssen ja.
Doch, wir müssen hier hin, ne? Ja, ja, war schon richtig. Oder? Alter, wo reite ich denn rum? Los, los! Auf, Plötze! Jo, hier sind wir richtig. So, wir steigen ab und holen unsere Belohnung ab. Hey, Kumpel. Ich habe gute Nachrichten. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Was soll ich machen? Danke oder das Geld behalten? Was meint Plötze? Obwohl, komm, wir sind ja gut. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Als Büchse. Yeah. Wohin Gegenstand erhalten? Amethyst, Auftrag, Teufel. Beim Brunnen. Haben wir das geschafft? Yeah, Quest abgeschlossen. Unsere erste Quest. Liebe Freunde, und mit diesen guten Nachrichten sage ich danke fürs Zuschauen. Richtig geile Folge heute, finde ich. Und bis zum nächsten Mal zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ciao und schönen Tag euch noch.